teilen. Ja. Es geht um eine Aussage von CDU-Chef Merz, der ukrainischen Geflüchteten, Zitat, Sozialtourismus vorgeworfen hat. Merz hatte behauptet, die Kriegsflüchtlinge würden sich das System zunutze machen und zwischen Deutschland und der Ukraine hin und her pendeln. Nach heftiger Kritik entschuldigte sich der CDU-Vorsitzende heute und erklärte, dass er die Verwendung des Wortes bedauere. Laut der Bundesagentur für Arbeit gibt es keine Hinweise auf einen umfangreichen Missbrauch von Unterstützungsgeldern durch ukrainische Geflüchtete. Tschechien hat temporäre Kontrollen an der Grenze zur Slowakei angekündigt. Damit soll laut Ministerpräsident Fiala illegale Migration gestoppt werden. Hintergrund ist ein Anstieg der Migrantenzahlen. Seit Anfang des Jahres waren es nach offiziellen Angaben etwa 12.000. Die meisten davon sollen Syrer sein. Die Grenzkontrollen zwischen den beiden Ländern, die beide zum visumsfreien Schengen-Raum gehören, sollen mindestens 10 Tage andauern und am Donnerstag beginnen. Eine neue Studie hat umfassend sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Sportvereinen dokumentiert. Vor allem im leistungs- und wettkampforientierten Breitensport gab es demnach Kindesmissbrauch. Rund 3 Monate nach seiner Ermordung in Japan ist Japans früherer Regierungschef Shinzo Abe mit einem Staatsbegräbnis geehrt worden. Ist. Nochmal, Hanna. Die Zinsen, sie steigen mit teuren Folgen auch für all diejenigen, die eine Immobilie finanzieren wollen. Und das wiederum beschert jetzt dem guten alten Bausparvertrag ein echtes Revival. Valerie Haller in Frankfurt, was genau steckt dahinter? Ja, also tatsächlich die Zinswende und die insgesamt stark gestiegenen Kosten, all das macht die Menschen natürlich deutlich preissensibler. Seit Jahresanfang haben sich die Zinsen für Immobilienfinanzierung in der Spitze mehr als verdreifacht. Die Zinsen von Bausparverträgen hingegen sind weitgehend konstant geblieben. Außerdem sind sie aktuell auch meist günstiger und man kann sich die Zinskonditionen für bis zu 15 Jahre absichern. All das trägt dazu bei, dass der Bausparvertrag ein Comeback fand. Da kann der Bausparvertrag eine Möglichkeit sein, wenigstens die steigenden Zinsen abzufedern. Und dennoch lohnt er sich nicht für jeden, weil unter anderem Gebühren anfallen. Vor allem bei höheren Darlehenssummen ist es schon ganz ratsam, genau nachzurechnen. Vielen Dank, Valerie, für diese Einordnung. Der Lufthansa-Konzern will sich von seinen Anteilen am russischen Airline-Caterer Aeromar trennen und reagiert damit auf heute veröffentlichte Recherchen des ZDF-Politikmagazins Frontal. Über eine Tochterfirma hält die Lufthansa bisher 49% an dem Caterer. Die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot besitzt die restlichen 51% der Firmenanteile. Der ukrainische Außenminister Kuleba hatte die Beteiligung zuvor scharf kritisiert. Es ist ein neuer Bevölkerungsrekord. In Deutschland leben erstmals mehr als 84 Millionen Menschen, was laut dem Statistischen Bundesamt vor allem mit den Geflüchteten aus der Ukraine zusammenhängt, die in Deutschland Schutz gesucht haben. Im ersten Halbjahr 2022 wuchs die Einwohnerzahl um rund 843.000 Personen. Das größte Plus gab es in Berlin, Bayern und Hessen. Zum Vergleich, im Gesamtjahr 2021 war die Bevölkerungszahl bundesweit nur um 82.000 gestiegen. Hurricane Ian hat mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde Kuba erreicht und dort Überschwemmungen und Schäden angerichtet. So, ein ereignisreicher Nachrichtentag hier im Heute-Journal geht zu Ende. Wir freuen uns auch morgen wieder auf Sie. Und mit unserem Heute-Journal-Update bleiben Sie auf dem neuesten Nachrichtenstand gegen Mitternacht mit Christina von Ungern-Sternberg. Vom gesamten Team einen angenehmen Abend. Tschüss. Tschüss.